gucken wir mal, ob wir irgendwo Fische finden jetzt hier schon. Finden wir bestimmt eine Küstennähe. Oh, 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 alter Schwede, ey. Ja, wir holen uns aber mal einen Tiger Shark hier. Warum denn nicht, liebe Freunde? Wenn der Tiger Shark oder der Tigerhai es nicht anders möchte, dann bringen wir ihn auch gerne um. Mal gucken, ob wir ihn kriegen. Das wäre es ja nochmal. Habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Na komm. Schwimm doch nicht weg. Du willst mich doch töten. Na? Braucht ganz schön viel. Jetzt verschwindet er, okay. Wahrscheinlich, ja, das war aber gerade eine. So. Sardine. Hallo? Hallo? Ich möchte dich fressen. Ich hab dich zum. Boah, jetzt hat er seinen Kollegen mitgebracht. Alter Schwede. Ja, dann mach ich mal zurück ans Ufer. Wenn du mit Freunden kommst, ja, dann bringe ich meine Freunde auch mit. Alter Schwede, ey. Mann, 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 ey. Blöder Hai. Dich kriege ich auch noch. Mach dir gar keine Gedanken. Na? Ja, verschwinde ruhig hier. So. Ja. Erfolglos von der Jagd zurück. Haben wir gemerkt, dass er Haie neuerdings Geschwister mitbringt. Und das funktioniert noch nicht. Okay, Moment. Da muss ich ihn erstmal so runterknipsen hier. Und jetzt übers Feuer hängen. Ja, Haie bringen gerne Verwandte mit zur großen Fressparty. Da schwimmt er doch auch schon wieder. Der lässt mich jetzt wahrscheinlich auch die ganze Nacht nicht mehr los. Oder? Komm. Du willst es doch auch. Ja, jetzt kommst du, ne? Wenn ich mich umdrehe, ne? Ja, ist richtig, ey. Aber so nicht. So nicht, lieber Haifisch. Jetzt kommst du wieder. Aber anscheinend, wenn ich weggucke. Da kommt er wieder. Hallo, ich bin da. Ja, schwimmen wir schnell wieder weg, ne? Also der wartet jetzt definitiv auf uns, dass wir uns jetzt hier unsere Kloppe uns abholen. Das ist wie früher in der Kindheit, wenn da irgendwo, wenn man sich irgendwo versteckt hat zu Hause und dann die anderen Kinder draußen gewartet haben, weil man irgendwas gemacht hat, weil man die irgendwie verärgert hat und dann die einen unbedingt ja, einen unbedingt eins auswischen wollen. So komme ich mir gerade vor bei diesem Hai hier. Mal gucken. Survival! Vielleicht sieht uns ja irgendjemand. Oh. Jetzt ist das Ding leer. Schade. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt neue Flares. Mal gucken, wo das Ding runterkommt. Sieht aber optisch sehr schön aus. Ich finde auch den Nachthimmel sehr ansprechend. Ah, da kommt es runter. Oh, jetzt ist ja gerade Pling gemacht. Das war übrigens unser Grill. Denn die Krabbe ist fertig. So. Wir sehen hier Cooked Crab. Oh, nein, aufhängen wollten wir sie nicht. Wir wollten sie essen. So. Ein bisschen Durst haben wir noch. Wir haben hier noch eine Wasserflasche. Ja, Wasser wird man hoffentlich auch irgendwann abkochen können. Das heißt, dass man dann auch ein bisschen Wasser aus dem Meer holen kann, das abkocht und dann daraus Trinkwasser gewinnen kann. Ja, das haben wir dann 21.16 Uhr. Ne? Natürlich auch eine tolle Zeit für den Hai hier. Und ja, wir können ja mit unserer Laterne einfach mal losziehen hier. Und gucken, ob wir noch irgendwo. Ach, da liegt ja noch ein Stein. Sehr schön. Hab ich doch einen. Dann können wir jetzt auch, wenn wir noch einen Stein haben. Ach, den habe ich ja gut gemacht. Mist. Schauen wir einfach mal, ob wir noch irgendwo einen Stein hier finden. Weil dann können wir nämlich ein primitives Werkzeug bauen. Und mit diesem primitiven Werkzeug können wir dann auch noch weitere Gegenstände craften und bauen und ja, das schauen wir uns dann alles gleich nochmal in aller Ruhe an. Erstmal müssten wir nochmal einen Stein finden hier. Lichteffekte sind auch sehr schön, wie ich finde.
auch hier jetzt im Dunkeln. Und ich weiß nicht, ob es man so gut sieht, da hinten, wo jetzt der Mauszeiger drauf ist, also der kleine Punkt hier, dort sind so Luftbläschen, die aus dem vom Meeresboden aufsteigen. Dort gibt es auch meistens Schiffswracks oder andere nützliche Gegenstände. Da müssen wir, fahren wir morgen mal rüber und schauen uns das Ganze mal an. Und erstmal gucken wir jetzt, ob wir hier nochmal irgendwie einen Stein finden. Das wäre nämlich echt extrem sinnvoll und extrem hilfreich, wenn wir jetzt hier irgendwo einen Stein hätten. Ich habe aber fast die Befürchtung, dass wir hier keinen Stein mehr finden werden auf dieser Insel. Das heißt, wir müssen, sobald die Nacht vorbei ist, definitiv eine andere Insel besuchen, um dort ein paar Steine zu holen. Also man muss immer dazu sagen, es ist immer noch die Alpha in der Version 0.01. Oh, hier ist eine Kartoffelpflanze. Die können wir auch mehrmals ernten, die Kartoffelpflanze. Und die wächst innerhalb weniger Stunden wächst sie nach. Ja, dass man in Zukunft dann auch aus solchen Steinen hier kleinere Steine sich abhacken kann. Indem man dann gegensteckt oder so, dass man wenigstens ein bisschen mehr Steine hier findet. Weil man ist am Anfang wirklich gezwungen, auch andere Inseln zu besuchen, was ich aber auch durchaus gut finde. Denn besucht man die anderen Inseln nicht, dann stößt man hier schnell an die Ressourcengrenzen, zumindest was die Steine angeht. Und ich befürchte auch fast, dass wir jetzt hier keine weiteren Steine mehr finden. Außer ich habe irgendwo was übersehen. Vielleicht bin ich auch irgendwo wie so ein geisteskranker, besenkter Überlebender eines Flugzeugabsturzes an einem Stein vorbeigelaufen. Das kann natürlich auch sein. Und vielleicht finden wir noch Wilson nachher. Sagt, bei Castaway hat der Tom Hanks, auch der war ja jahrelang auf dieser Insel gefangen, hat sich auch einen treuen Begleiter gebaut. Das war ja Wilson damals. Wer den Film gesehen hat, wird wissen, wovon ich spreche. Ein wirklich großartiger Film, wie ich finde, sehr zu empfehlen. Tom Hanks war immer noch in einer Paraderolle. Den ganzen Film nicht viel gesprochen, dafür spreche ich umso mehr. Hier könnte noch ein Stein liegen. Oh, ich sehe doch nicht, schade. Ich dachte, hier wäre jetzt ein Stein. Das wäre unsere Rettung gewesen. Aber nix nada niente Steine. Schade, dafür jede Menge Krabben. Das war hier das Crab Island. Mr. Krabs ist bestimmt auch schon da. So. Dann legen wir die Lampe doch mal wieder ab hier. Uns gemütlich am Strand hier. Am Strand das Leben genießen können. Warten, bis uns jemand findet, denn werden bestimmt schon gesucht. Davon gehe ich einfach mal aus. Hallo. So, jetzt steht sie gerade. Und ja, ihr seht, unser Campfire hier ist ausgegangen. Wir können aber einfach mit der linken Maus das Holz nachlegen und es ganz einfach wieder entfachen. Wunderbar. Sehr schön. Kartoffeln können wir hier noch nicht drüber hängen zum Rösten. Die können wir nur so essen. Und wir brauchen noch wieder ein bisschen Nahrung. Sehr schön. Nahrung wieder voll. Wunderbar. Und sobald unser kleiner Hai hier, weil es ist jetzt eigentlich, ist es jetzt schon, ja, ist jetzt hell genug. So, was brauchen wir denn nicht? Brauchen die Kartoffeln nicht. Das ist auch immer extrem wichtig. Wenn ihr auf Erkundungstour geht, also wenn ihr Inseln erkundet, dann schmeißt am besten alles Unnütze, was ihr nicht braucht, einfach weg. Oder nicht wegschmeißen, sondern legt es weg auf eurer Insel. Denn ihr werdet feststellen, dass ihr unterwegs sehr, sehr viele nützliche Sachen findet. Und wenn euer Inventar voll ist, mit Sachen, die ihr aber eigentlich noch braucht, das ist natürlich nicht ganz so optimal. Wir fahren jetzt hier mal vorne zu diesem blubbernden Objekt hier hin. Ich glaube, der Hai verfolgt uns noch, oder? Der wartet echt auf uns. Na, mein Kleiner? Habe ich dich getroffen, ne? Komm ruhig wieder raus. Komm, komm, komm. Na komm. Nur keine Angst, ich tue dir doch nichts. Ich möchte nur dein Fleisch. Uah, shit.
Na, hallo, raus. Ich möchte nicht als Haifutter enden. Oh Gott. Ich komme nicht zurück ins Boot, ey. So. Hat den Hai aber auch nicht sonderlich gestört, merke ich gerade. Entweder jetzt gerade das Boot angerempelt oder es war ein Bug. Der kommt auf jeden Fall wieder. Wir versuchen gleich mal unser Survival-Glück. Na? Mein Kleiner? Ja, der stößt das Boot definitiv an. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Wenn das denn so beabsichtigt war oder ist. Ja, der stößt das Boot definitiv an und jetzt... Da habe ich ihn getroffen. Definitiv habe ich ihn getroffen. Gucken wir mal, ob wir ihn irgendwie platt kriegen hier. Da haben wir ihn auf jeden Fall gerade einmal getroffen, aber ich glaube, er flüchtet schon. Ja, er will nicht, okay. Zurück zum Boot. Der nächste Tag ist auch schon angebrochen. Sehr schön. Wir haben schon mal wenigstens einen Tag überlebt. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt wollen wir uns aber wirklich wieder... Ich wollte gerade sagen, sieht das Boot kaputt aus oder ist es der Schatten? Aber es war zum Glück nur der Schatten. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass unser Boot zerstört wurde. Waren aber nur die Schatten der Palmen. So, und wir hatten jetzt hier irgendwo... Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Irgendwo was gesehen hier, weil irgendwo tauchten hier Luftbläschen auf. Wir fahren da vorne mal zur Insel rüber und gucken, ob wir da ein paar mehr Steine finden. Wichtig ist auch mal, dass ihr eure eigene Insel im Auge behaltet. Dass ihr also ungefähr wisst, wohin ihr zurückfahrt später. Denn wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr irgendwie super viele Sachen irgendwie gefunden habt. Und dann auf einmal feststellt, wo ist meine Insel? Das ist dann sehr, sehr fatal. Dementsprechend schaue ich mich immer noch ein bisschen um. In der Hoffnung, denn das gelobte Land, also unsere eigene Insel, auch nochmal wieder zu finden. So, jetzt fahren wir hier nochmal rüber. Die Touren sind manchmal sehr lange. Mal gucken, ob wir mit Save irgendwas machen können. Ah, können hier mit S Screenshot, Save Screenshot. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kann ich die Befehle hier durchschalten? A. B, C, ne, D, DevTools Options, was wir hier haben, schönes. Na, da war alles kaputt gemacht. Naja, ja, warum auch immer wir nicht speichern können, ich weiß es gerade irgendwie nicht, um ehrlich zu sein. Können wir die Saturn mal eben rausnehmen hier. Gucken, ob das hilft. Hat nichts gebracht. Wir können leider Gottes immer noch nicht speichern. Aber es ist ja auch kein großes Drama. Gucken wir mal, ob wir da vorne die Insel erreichen. Das ist natürlich ein bisschen längere Überfahrt jetzt hier. So, guck mal, bis wir die Insel erreicht haben, machen wir mal einen kleinen Zeitsprung und sind gleich wieder da, sobald die Insel in greifbare Nähe rückt.